Und damit hallo und herzlich willkommen zu, wie ist das Spiel? Pokémon Schwer und Schuld? Nee, das war's nicht. Pokémon Antwort und Shit? Nee, das auch nicht. Ach, ich hab's! Pokémon Schwert und Schild! Willkommen, Leute! Ewig ist es her! Aber vielleicht sollte ich heute lieber sagen Pokémon Rüstung. Wir fangen nämlich heute den ersten der beiden DLCs an. Der ist heute am 17.06. rausgekommen. Ja. Was gibt's zu sagen? Ich bin das Spiel immer noch nicht gewöhnt. ich bin in dieser Stadt. Raspberry, glaube ich, hieß die. Denn hier gab's irgendwo... Ja, da unten hinten, die spawnen die schon alle. Ja, ich bin da schon gewöhnt. hier gibt's den Bahnhof, genau. Und da geht gleich die Story dann los. Ich habe nicht viel gemacht in dem Spiel. Ich hab's kaum angefasst, muss ich zugeben. Weil ich das einfach irgendwie nicht gefesselt hatte, das Spiel. Das ist mein momentanes Team. Wir werden aber ein komplett neues Team bilden im DLC. Welche alle, ich glaube, Level 70 oder so haben werden im DLC. Halt, die richten sich danach, welchen Level die alle auf der Naturzone sind. Bei mir müssten die ungefähr Level 75 oder so sein. Deshalb, ja, wir werden aber, ich will nur sagen, dass ich auf jeden Fall ein neues Team aufbauen werde. Das heißt, ich habe nichts gegen mein Team. Mein Team ist sehr, sehr toll. Ich liebe mein kleines Memion, was sich leider weiterentwickelt hat. Mein kleines Volley, was sich leider weiterentwickelt hat. Mein kleines Kotrubi, was sich leider weiterentwickelt hat. Mein Pokémon, was ich leider nicht weiterentwickeln kann. Mein Seelenbrim, perfekt. Und mein Kursi, auch perfekt. Auch wenn die Formwicklung auch toll ist. Aber ja, egal. ich weiß nicht, warum ich das sage. Fangen wir einfach an. Let's go. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Alles klar. Let's go. Wo kann ich denn einsteigen? Kann ich bei dir einsteigen? Nein? Okay. Kann ich bei dir einsteigen? Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Aber selbstredend. Sie können schließlich nicht hell sehen, oder? Vielen Dank. Einen Moment bitte. Was ist das denn? Ein Fleckmon? Aber es ist so gelb am Kopf. Fleck. Ha, ein Fleckmon. Als Begrüßungskomitee. Wie elegant. Oje, das hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergerufen. Hi. Fleck? Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja. Wenn Fleckmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Und ich bin erst seit letzter Woche hier eingestellt. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Könntest du es vielleicht für uns fangen? Na klar, ich wollte eh einen Gala-Fleckmon in mein Team nehmen. Möchtest du gegen Fleckmon kämpfen, um es zu fangen? Yes. Fleck? Boom, boom. Fleck. Da ist unser neues Teammitglied. Und ich meine das alles ernst. Oh Gott, es ist weiblich. Eigentlich habe ich ein männliches erwartet. Naja, wir können uns noch mal eins fangen. Von da ist es schon okay. Schmeißen wir mal einen Primierball. Warum nicht? Gala Fleckmann ist übrigens nur Typ Psycho. Kein Wasser. Nur Psycho. Und da haben wir es gefangen. War ja auch easy. War ja nur Level 12. Man kann das ja schon ganz am Anfang des Spiels bekommen. Das war es Level 12. Jupp, kommt doch nicht mein Team. Ich hole mir ein anderes. Sorry, dass du weiblich bist. Vielen Dank. Du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Das war gar nicht mal so schlecht. Wenn ich deinen Fangstil beschreiben sollte, würde ich ihn als äußerst elegant bezeichnen. So wie mich. entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Selbstverständlich. Für mich geht die Reise jetzt zur sogenannten Rüstungsinsel. Dort werde ich mich ganz dem Training und Fangen von seltenen Pokémon widmen. Vielleicht begegnen wir uns ja eines Tages erneut. Nun denn, ich empfehle mich.
Oh Gott. Ich finde ihn irgendwie unsympathisch, muss ich sagen. Ein Schwert bekommen die. Bekommt man übrigens einen anderen Charakter dort, so eine weibliche. Ich weiß nicht, ob das weiblich, ob der jetzt weiblich ist, aber ich glaube, der ist männlich. Ich kann es aber nicht wirklich sagen. Ich will mitfahren. Willkommen, Champ. Möchtest du etwas kaufen? Nein, ich will mitfahren. Okay. Na, wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Geht das nicht? Plakat vielleicht? Gibt's hier oben rechts jetzt irgendwas oder so? Okay. Seltsam. Wie komme ich denn da rein? Muss ich einmal raus und rein? Vielleicht wird das dann geladen? Wenn ich jetzt? Okay, seltsam. So, jetzt hat er endlich fertig gedownloadet und jetzt müsste der DLC eigentlich vorhanden sein. Keine Ahnung, warum ich das manuell noch mehr selber downloaden musste. Ich dachte, das Spiel macht selber. Ist aber jetzt nicht schlimm, jetzt habe ich es ja. Und jetzt geht's richtig los. Ich glaube, dafür überziehe ich ein bisschen die Folge, so ein paar Minuten drüber. So, ich müsste jetzt noch in Score City sein. Oh, die Rüstungsinsel. Du hast den Rüstungspass erhalten. Zeige ihn dem Personal am Raspberry Bahnhof, um zur Rüstungsinsel zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer, auf dem du seltene Pokémon fangen und zusammen mit deinem Pokémon-Team wachsen und stärker werden kannst. Und da haben wir den Rüstungspass bekommen. Ein Pass, mit dem du zur Rüstungsinsel gelangst. Zeige ihm dem Personal am Raspberry Bahnhof. Das werden wir doch mal rasch, schnell machen. Dafür fliegen wir zurück zu Brassbury. Das müsste hier sein, genau. Da fliegen wir hin. Und Leute, seid gespannt. Jetzt geht unser neues DLC-Abenteuer wieder los. Der DLC hat übrigens 30 Euro gekostet, also schon wirklich viel. Aber es ist ja nur die erste Hälfte vom DLC, den wir heute spielen. Also anfangen zu spielen. Den werden wir im Laufe dieser Woche durchzocken. Und da, guck mal, er freut sich schon. Ja, ja. Nanu, das ist doch ein Rüstungspass. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Zur Rüstungsinsel vielleicht? Neuer Ort. Und auf einmal fliegen wir hier hin. Das ist die Insel der Rüstung. Oder die Rüstungsinsel. Und damit hallo meine Pokéfreunde und Pokémon zu Pokémon Insel Rüstung Insel Rüstungsinsel, was nochmal? Pokémon Rüstung. Ach, keine Ahnung, wir wollten lustig sein. Ist egal. ja. Let's go! Hey Duda, du siehst mir so aus, als sei das dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt's? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die riesigen Pokémon darin registrieren kannst. Yes! Der Nationaldex. Das ist nicht ganz so leicht zu sagen. Der Nationaldex kommt erst mit der zweiten Hälfte des DLCs. Aber hey, ein halber Nationaldex kriegen wir jetzt. Deinem Pokédex wurde der Rüstungspokédex hinzugefügt. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Alles klar, können wir machen. Und ich wollte mich ja nicht hinsetzen. Okay. Eigentlich bin ich hier, um dem Dojo dieser Insel beizutreten. Aber da treibt sich so eine seltsame Person vor der Station um. Du bist es wieder.
Bei dir handelt es sich um die Person, die ich abholen soll, nicht wahr? Du bist genau zur verabredeten Zeit erschienen. Sehr lobenswert. Hat er uns jetzt mit dem anderen Typen verwechselt? Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Ach, mein Gedächtnis lässt mich im Stich. So muss sich ein Fleckmann mit Amnesie fühlen. Mein Name lautet jedenfalls Saverio. Da ich schon länger ein Mitglied bin als du, darfst du mich als deinen Mentor betrachten. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Wie mein? Du weißt schon, dass es um das Master-Dojo geht, dem du heute beitreten wirst. Huh? What's that? Ich fasse es nicht. Schaut rein wie ein heillos verwirrtes Wolli, ohne Sinn und Verstand. Da muss meine elegante Wenigkeit ihrer Rolle als Erwachsener gerecht werden und das Mädchen in die richtige Richtung weisen. Nun gut, demonstrieren wir einander doch erstmal unsere Fertigkeiten. Dann sehen wir weiter. Ich warte draußen auf dich. Leiste mir dort Gesellschaft, sobald du dich bereit fühlst. Gleich wird sie einen Grund dafür haben, so perplexed reinzuschauen. Okay. Ey, yo, ist das okay, wenn ich deinen Auszug benutze, ne? So, du haust wieder ab nach Hause und ich nehme alles, was du dir erarbeitet hast, okay? War diese seltsame Person etwa jemand vom Dojo? Vielleicht sollte ich das Ganze doch sein lassen. Wieso trittst du nicht stattdessen bei? Echt jetzt? Lol. Oh, ich wollte mit dem Typ da draußen reden. Nein, dann nicht. Ciao. -i. Mehr laden nicht. Ja. Ist eine Naturzone. Welche man übrigens schon seit... also wenn man das Spiel jetzt neu startet. Man hat einen neuen Account. Oder was ist ein neuer Account? Auf jeden Fall einen neuen Speicherstand. Wenn man das erste Mal die erste Naturzone betritt, ne? Dann kann man schon wieder zurück nach Brassbury und kann hier hin anscheinend. Soweit ich weiß. Irgendetwas sagt mir, dass dies dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel ist. Du würdest jetzt sicher gerne durch die Gegend flanieren und alles genauestens erkunden. Doch zunächst einmal wollen wir sehen, wie es um dein Können bestellt ist. Als dein Mentor im Master Dojo werde ich überprüfen, ob es deine mentale Stärke mit meiner aufnehmen kann. Aufgepasst. Neues Theme. Oh Gott, Saverio. Ein Abra? Das ist ja wohl ein Witz. Na, dann will ich dir meine Kostprobe meiner unglaublichen Stärke geben. LOL? Kann das Ding überhaupt alles anderes außer Teleporter lernen? Präzisionsschuss! Oh yeah, baby, it's time. We're back again and about time too. Ja, Abra kann halt nichts. Aber ihr habt gesehen, das Level hat sich an mir angepasst. Ja, okay, fast. War halt sehr schwach, ne? Fleckmon. Müsste Psycho sein, wenn das Ganze das Gala Fleckmon ist. Das wird es ja wahrscheinlich sein. Ja, keine Ahnung. Komm, bleib einfach drin. Der wird eh schwach sein. Wie bitte? Ich soll nur noch ein Pokémon haben? Hast du etwa Hypnose eingesetzt? Irgendwie ist der seltsam, der Typ. Komm, hau ab. Boah, ich hätte Kämpfer da einsetzen können. Na egal. Bye bye, baby. Armes Fleckmon. Hat so viele Gala-Früchte gefressen. Oh, Routine Level up. Lol. Saverio besiegt. Deine Stärke trifft mich wie ein Psychoschock. Okay. Entschuldige mich bitte einen Augenblick. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Welchem Trickbetrug bin ich da nur aufgesessen? Sollte ein Trainer dieses Kalibers Fuß in das Dojo setzen? Dann würde meine Existenz doch glatt in Vergessenheit geraten. Ich würde sie am liebsten postwendend wieder zurückschicken. Aber mir wurde die Aufgabe anvertraut, sie abzuholen. Alles gut, Bro? Ohne Frage verfügst du über Talent. Du hast mir sogar 3% meines Könnens abverlangt. Du meinst
3333333333333. Ich wollte einen Job bringen. Egal, ist mir nicht mal eingefallen. Nun ist es aber so, dass unser Dojo schon auf eine glorreiche Geschichte zurückblicken kann. Ja, selbst Champ Delion, der Unschlagbare, hat einst in diesem Dojo trainiert. Champ Delion? Sehe ich aus wie Champ Delion? Ich bin der Champ! Delion, der chillt irgendwo zu Hause und weint wahrscheinlich, weil er kein Champ mehr ist. Keine Ahnung, was der macht. Ist mir auch egal. Nenn mich Champ. Delion ist kein Champ mehr. Ja, entspann dich. Ich befürchte nur leider, dass jemand auf deinem Niveau der Sache nicht ganz gewachsen ist. Willst du Stress? Daher würde ich dir raten, das Dojo dort hinten nicht zu betreten. Also, ich soll es betreten, okay. Unternimm doch stattdessen einfach eine Inseltour und fahr dann schön erholt wieder zurück nach Hause. Großzügig wie ich bin, überlasse ich dir auch dies hier. Style-Karte. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Oh, VIP. Da müssen wir uns gleich mal umschauen, Leute. Das ist für mich wichtig. Zeigst du diese Karte in Boutiquen oder Friseursalons vor, wird es auch dir möglich sein, so elegante Kombinationen wie ich zu tragen. Nun denn. Lebe wohl, Person, der ich nie wieder begegnen werde. Saverio, setz Teleport ein. Was ein Spinner. Und hier sind wir. 30 Euro habe ich hierfür ausgegeben. Hat sich's gelohnt? Das werden wir gleich herausfinden. Doch zuerst, wie gesagt, ich will in die Boutique. Ich muss gucken, was wir bekommen haben. Begib dich zum Master Dojo. Ja, ist schon klar. Welche Boutique gehen wir denn mal? Gehen wir mal in die von Score City. Die müsste hier sein, glaube ich. Ja, ja. Nein, weiter, Leute. Es wird, wie gesagt, Daily Uploads geben. Es gibt auch momentan ein Event mit einem Shiny Zeraora. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil dann müsste ich erstmal Pokémon Home dafür aufgenommen haben. Und, ja, wir werden mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht nehme ich es auch schon voraus auf, Pokémon Home, und dann muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall gehen wir erstmal in den Klamottenladen. Und dann machen wir weiter. Zack. Oh Gott, die Steuerung, ich mag sie immer noch nicht. Hi! Das ist doch nicht einfach! Du besitzt tatsächlich eine Style-Karte? Nur die angesehensten Stilikonen ganz gerne verfügen über dieses legendäre Item! Unseren Kunden, die einen derartigen feinen, ausgeprägten Sinn für Fashion haben, bieten wir einige ganz besondere Modeartikel an. Nun gut, dann bleibt mir nur zu sagen, willkommen in unserer Boutique! Suchst du da was Bestimmten? Ja. Ah ja, neue Jacken. Oh, die ist cool. Mhm. 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 Ja, ich würde sagen, wir kaufen uns mal. Das hier. Das finde ich cool. Lass mich kaufen. Ja, ich muss gleich anziehen. Zack. Hier gibt's Hosen. Das hier wäre vielleicht was. Oder Rock. Ah, ich habe schon einen Rock, ne? Ja, ich habe diesen Rock. Ja. Guck ich mal gleich nochmal. Kleider. Was gibt's denn für Kleider? Sind das neue Kleider? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass das neue Kleider sind, to be honest. Das sieht aber cool. Oh, das ist bestimmt neu. Das sieht echt cool aus, dieses Kleid hier. Gibt es auch ein Pink oder so? Sonst kommen wir halt ein Grün. Oder, Moment. Das gibt auch in dieser Farbe. Ah, das ist pink. Ja, dann nehmen wir das mal. Jo. Ich hab nicht genug Geld. Oh, lol. Ich hab nicht genug Geld. Lol. Yo, die sind cool. Die kaufe ich. Yo. Das wäre auch cool gewesen, aber ich glaube, ich nehme lieber das. Neue Schuhe, ja. Was sind das denn für welche? Die sehen ja lustig aus. Die sind lustig. Die sind neu hier, diese Taschen. Okay. Ja.
Kostet mir zu viel. Will ich nicht. Kappen. Gibt's noch welche neuen Kappen? Ja. Nee. Nee. Gibt's nicht. Brillen wahrscheinlich auch nicht. Handschuhe wahrscheinlich auch nicht. Nope. Doch, das hier. Oh, lol. Die sind cool. Die sind so edel. Die haben was, muss ich sagen. Hat was. Ich glaube, die nehme ich. Well, let's go. Einfach rausschmeißen, das Geld. Gut, ich würde sagen, das behalten wir dann an für unsere Abenteuer. Ich möchte aber gerne noch eigentlich mal, habe ich wirklich gar kein Geld mehr? Habe ich nicht auch irgendwas zum Verkaufen? Moment, Leute, das muss ich kurz herausfinden. Lol, von wo habe ich die denn her? Wie viel? Da kriege ich schon ein bisschen Geld von. Ja, komm. Ich würde das jetzt schon kaufen, muss ich zugeben. So, jetzt habe ich das Geld. Und, was ist das Kleid, das Kleid? Es befindet sich hier. Bam! Yes. Und damit werden wir rumlaufen. Hat was. Habe ich noch eine andere Mütze? Ich würde vielleicht gar keine Mütze nehmen. Was ist das? Ah ja, das haben wir da angefangen. Ja, und wir nehmen gar keine. Moment. Ablegen. Hier. Boah, wir nehmen mal gar keine, würde ich sagen. Wo kann ich das anziehen? Ja. Ja. So sehen wir aus. Oh Gott, jetzt habe ich meine Liga-Karte aktualisiert. Wollte ich das? Ist nicht okay. Ist schon nicht schlimm. Ist okay. So, Leute. Und mit diesem neuen Look werden wir nun unseren Urlaub, Fragezeichen, fortfahren. Warte, wo ist die Insel? Ist die hier? Ich dachte, die wäre hier oben. Nö, ist hier. Okay. Kann ich mich hier hintippen? Ja, Grußgefilde. Okay, toller Name für den Ort. Aber wir sind angekommen. Hier sind wir. Mit unserem neuen Look. Und wir erkunden uns mal ein bisschen. Denn ich habe hier hinten schon gesehen, hier geht's lang. Hallo, Fleckmon. Ein bisschen Story zu den Fleckmons. Obwohl, ich schwamme das erstmal auf, bis wir die entwickeln. Ich weiß sogar noch gar nicht mal, wie man die entwickelt. Das muss ich auch noch herausfinden. Gott, du bist wieder weiblich. Mimi, Mike, warum fragst du einfach, wenn es weiblich ist? Boah, nee, ich hab keinen Bock. Oh, Pummeluff. Süß. Hallo, Pummeluff. Komm, wir fangen mal einen Pummeluff. Pummeluff ist schon süß. Oh Gott, wenn du mich so anguckst, dann vielleicht nicht. Okay, lol. Ich hab ein paar Hyperbälle, wie man sehen kann. Also, die werden mir nicht ausgehen. Aber ob es drin bleiben wird? Die Antwort ist nein. Wow, komm, jetzt bleib drin, Mann. Pummeluff, bleib mal drin. Ey, Mann, was soll der Blödsinn? Das ist echt uncool. Ich brauch's jetzt nicht, ich hab's. Let's go, aber. Das ist trotzdem echt lame. Badadaum. Ach, als ob es instant stirbt. Ich bin da nur 10 Level über dir. Ach, Nintendo ist einfach zu OP. Okay, let's go. Hier ist ein Item. Einen Top-Belabor. Nice. Dagegen habe ich echt nichts zu sagen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das TP sich einfach weg. Haspiro. Süß. Hier ist auch was. Glänzt es. Ein Sternenstück. Können wir gerne verkaufen später. Hier war auch noch irgendwas zum Glänzen, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Nee, ich habe keinen Bock, an diese Bäume zu schütteln. Hier kann man, glaube ich, surfen. Hier gibt es auch was zu angeln. Wollen wir angeln? Komm, let's go. Ich will gucken, was man bekommt. Oh, jetzt. Bam. Carpador. Wow. Ja, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Deshalb gehe ich mal weg. Aber
wir werden uns hier hinten, ich glaube, demnächst mal umschauen im Wasser. Gerade habe ich echt keine Lust zu surfen, deshalb sparen wir uns das mal von andermal auf. Ja, komm, dich auch mal von andermal. Habe ich gerade echt keinen Bock. Ja, die teleportieren sich weg. Das ist schon cool. Fleckmann, bist du männlich? Dann kommst du ins Team. Nee. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Hat es irgendwie angehört wie ein Nö? Es sollte Nö heißen, okay. Jetzt sag mir nicht, das gibt's nun weiblich. Ich meine, ey, wenn es nun weiblich gibt, dann nehme ich es trotzdem, aber ich würde schon eigentlich ein männliches haben. Leute, hinten ist ein Weil oder sicher ist jetzt. Erinnert mich ein bisschen an den New Pokémon Snap Trailer. Falls ihr den geschaut habt, den habe ich auch drauf reagiert. Könnt ihr gerne mal nach drauf schauen bei meinem YouTube-Kanal. Da gibt es alles zu sehen. Und yo, bididdo. Oh, Kingla! Yo, ey, das ist cool. Kingla ist echt ein mega cooles Pokémon. Nehme ich vielleicht sogar ins Team. Ins Wasser-Pokémon? Und du bist männlich. Let's go! Eins. Zwei. Danke. Guck mal, er ist echt sozial. Von der Ehrenmann. Komm in mein Team. Komm, Bro. Komm, Bro. Komm in mein Team. Baum. Komm in mein Team. Baum. Komm in mein Team. Da ba da ba da ba da. Epic. So, wir werden irgendwen raus tun. Wie gesagt, das Team war nur für das normale Pokémon Chill Let's Play gedacht. Und jetzt haben wir ein neues Team. Was wir, ich will ein neues Team zusammenstellen. Ein Spitznamen. Ich werde das zu Lamos entwickeln, dieses hier. Wie nenne ich das? Okay, mir ist was eingefallen. Ich werde es jetzt so nennen. Nenne ist Gift. Bro. Warum das? Werdet ihr in der Weiterentwicklung sehen. Ich tue es jetzt erstmal ins Team. Wen tue ich erstmal raus jetzt? Wen brauchen wir gerade nicht? Kursi, oder? Boah, oder tun wir Houtini weg, oder? Moment, es ist Typ Psycho. Dann sollten wir vielleicht ein Psycho-Pokémon raus tun. Silenbrim. Hab mal Silenbrim weg. Dreh halt den Beulenhelm. Achso, Silenbrim. Pokémon mitsamt Item in PC-Box. Okay. Wir werden aber auf jeden Fall noch irgendwann in Let's Play mit meinem vorherigen Team ein bisschen was machen. Ich weiß nur leider nicht, wie sich mein Gift Bro entwickelt. Vielleicht durch eine Level Up, weil es ist schon Level 60. Was hast du mit Attacken? Psychokinese, Psycho Plus, Regentanz, Heilwoge. Ja, ist okay für ein wildes Pokémon. Ja. Oh, hi Gegner. Oh, es ist so cool, wie es sich bewegt. So cool. Folgt es mir immer noch? Nee. Okay. So, Leute, wir werden noch ein bisschen uns umschauen. Ist da was? Ah, das ist ein Pokémon. Ich dachte, das wäre... Na egal. Ja, Haspiro hoppelt ein bisschen. Als ob dann Weilort ist. Oh, Gastella! Nee, es ist Agrostella, oder? Ne, was auch immer es ist, ist ja auch egal. Wie gesagt, das Meer werden wir in einer anderen Folge uns genauer anschauen. Heute möchte ich mich ein bisschen mehr an der Umgebung hier widmen. Ja, ich labere nur Müll, aber das kennt ihr ja von mir. So, wir kriegen ein bisschen was. Wie gesagt, ich habe das Spiel kaum gespielt. Es hat mich einfach nie angesprochen. Und ich finde es irgendwie seltsam, dass die Kamera sich nicht spiegelverkehrt dreht. Guck mal, ich drücke meinen Stick nach links. Und die Kamera geht nach links. Hört sich normal an. Aber ich bin das gewöhnt, dass es genau andersrum ist. Ein Sonnenstein. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das habe ich gerne. Aber bisher das Einzige, was ich sehe, ist Pummelhof, Abra und Haspirohr. Und... Ja gut, Gala Fleckmon und Kingla, aber gibt es auch irgendein anderes neues Pokémon als Gala Fleckmon? Irgendwie nicht. Moment, was? Oh, da geht's rein. Lol. Oh, Klavion! Heißt das so? Ich glaube schon. Der Schlüssel. Das Autoschlüssel. Ja, es verfolgt mich. Nö, nee, nö. Nee, ich will nicht kämpfen.
Ja, noch ein Haspirohr. Ja, ich verstehe schon. Also ich muss sagen, diese Naturzone finde ich viel cooler als die normale Naturzone im Hauptgame. Weiß nicht, die hier gefällt mir einfach irgendwie mehr. Kann ich auch nicht sagen, kann nur sagen, warum. Dick. Oh, Dickter, hier steckst du also. Haha, du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Danke, dass du meinen Dickter gefunden hast. Das ist ja er, wo mich gefunden. Das ist das ein Alola-Dickter? Oh, wer hätte es gedacht, dass ich hier jemanden treffe, der sich mit Regionalform auskennt? Du liegst goldrichtig. Dieses Dickter stammt aus der Alola-Region. Was macht das hier in Gala? Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldigen Härchen einfach völlig verzaubert. Fun Fact. Diese Haare sind Barthaare. Jetzt seid ihr alle verschwört. Deswegen habe ich vor meiner Abreise so viele von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Aber als ich nur einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich in alle Himmelsrichtungen vergraben. Ich habe so meine Probleme damit, sie zu finden, wenn sie sich unter der Erde verstecken. Und deshalb gebe ich dir jetzt für Mario und Luigi den Partner-Move, dass ihr im Untergrund ein paar Bohnen ausgraben könnt. Achso, warte, falsches Spiel. Dann überlege ich mir kurz was anderes. Aber du scheinst dafür eine Spülnase zu haben. Würdest du mir einen Gefallen tun und auch nach den anderen Dickter suchen? Brauchst auch dafür kein Mario und kein Luigi, um diese Fähigkeit zu erlernen. Ja klar, keine. Das ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen regelrecht die Worte. Du hast bisher einen meiner Dickter gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 150. 151. Ah, okay, jetzt verstehst. Falls du eins von ihnen findest, schick es bitte zu mir zurück. Will ich das? Und wo findet man die? 150 hört sich nach sehr viel an. Ich weiß nicht, ob der DLC so groß ist, dass man hier 150 Dickters verstecken kann. Vielleicht irgendwo im Wasser gibt es so ganz viele Inseln. But I don't know. So, und hier sehen wir schon das Master Dojo, wo wir hin sollen. Das fängt dann aber erst in der nächsten Folge an. Und ich werde mich jetzt wahrscheinlich heute nur noch ein bisschen erkunden. Oh Gott, hier gibt es viele Pokémon. Ich habe mich in der Naturzone nie umgeguckt. Ich hab nur das gesehen in der Naturzone, was ich im Let's Play gezeigt habe. Und das war nicht viel. Oh, hier ist was. Oder? Maybe? Ist hier vielleicht was? Ein Dickter? Oh, was macht Schlappohr hier? Und warum geht es im... Warum bewegt es sich so? Schlappohr? Okay. Nee. Cool. Okay. Ja, gut. Machen wir weiter. Hier links in den Dojo. Oder vielleicht geht's da weiter? Ha. Vielleicht machen wir doch schon das Dojo. Hallo, wer bist du denn? Was? Ferien ist meine große Leidenschaft. Wenn es um ihre Wartung geht, bin ich ein wahrer Profi. Soll ich deinem Rat eines meiner selbst kreierten Designs verpassen? Ja klar. Glitzern weiß, gleißendes schwarz. Ja, okay, mach mal. Ach ja, weil ich sowieso gerade dabei war, an deinem Fahrrad rumzuschrauben, habe ich gleich noch seine Aufladegeschwindigkeit bis auf Maximum erhöht. Das geht aus Haus. Okay. Und was ist aber das andere? Nein, das... Radleranzug. Ja? An Gift, Bro. Farbton, Psycho. Rotton, Farbton. Ja, Mama, Psycho. Ich hab Geschmack. Was? Was? Nein, das wollte ich nicht. Ich hab nie aufgepasst. Nein, echt jetzt? Ja, Gift, Bro. Massflucht gescheitert? Was soll das denn heißen? Nein, du musst jetzt fliehen, Gift Bro. Komm,
Komm halt's Maul, flieh! Nice. Okay, Leute, wir werden in der nächsten Folge anfangen mit unserem Glitzerbike. Oh, lol, diese... Lol. Oh, das ist mega cool irgendwie. Wir werden in dieses Dojo gelangen in der nächsten Folge. Lasst einen Like da und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein.